Wir gehören zu den freisten Menschen, die jemals diesen Planeten bewohnt haben. Wir können wählen, wen wir lieben, wo wir wohnen, was wir machen, was wir anziehen oder essen wollen, wer uns vertreten soll. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist die: Fühlst du dich frei? Wenn du das nicht sofort mit Ja beantworten kannst oder vielleicht Zweifel daran hast, dann solltest du dieses Video sehen. Es ist doch so, wir haben unglaublich viele Freiheiten, sind freier als je zuvor. Und dennoch fühlen sich die meisten von uns wahrscheinlich nicht frei. Wir schaffen uns unser eigenes Gefängnis. Und zwar einfach dadurch, weil wir nicht darüber nachdenken, wie wir wirklich leben wollen. Wir haben so verinnerlicht, was zu tun ist, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir eigentlich die Freiheit hätten, auch was anderes zu wählen. Es gibt eine sehr schöne Anekdote, die wunderbar beschreibt, was ich meine. Sie handelt von einem Mann, der an einem nass-kalt-grauen Herbsttag durch die Stadt läuft und da einem Vogel begegnet. Und er geht zu dem Vogel und fragt ihn: Sag mal, was machst du denn noch hier? Du hast doch die Freiheit, überall hinzufliegen, wo du hinfliegen willst. Du könntest doch schon längst an einem viel schöneren Ort sein. Warum bist du denn noch hier? Und der Vogel antwortet daraufhin: Warum bist du denn noch hier? Du kannst doch auch überall hingehen, wo du willst. Diese Geschichte beschreibt wirklich wunderbar, wie wenig wir uns unserer eigenen Freiheit bewusst sind. Wir haben so stark verinnerlicht, wie wir zu leben haben, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir auch die Freiheit haben, es anders zu machen. Es ist völlig selbstverständlich, dass wir zur Schule gehen, dass wir danach mit der Ausbildung starten oder mit dem Studium, dass wir uns danach einen Job suchen und daran arbeiten, bis wir verrentet werden. Und zwischendrin müssen wir uns irgendwann einen festen Partner suchen, weil dann können wir auch nicht mehr so lose Bekanntschaften pflegen, wie als wir noch jünger waren. Und dann geht es daran, vielleicht zu heiraten. Und dann müssen Kinder ja irgendwann, gehören ja einfach auch dazu. Und dann macht man sich irgendwann Gedanken über das Eigenheim. Und nach richtet man sich so häuslich ein und beschäftigt sich langsam auch nur noch damit, welchen Gegenstand in der Wohnung man als nächstes upgradet. Dann geht es halt darum, ob man nicht mal wieder eine neue Waschmaschine anschaffen sollte oder einen neuen Kaffee-Vollautomaten. Die Frage ist doch, warum machen wir das alles überhaupt? Und ich glaube, die meisten Menschen würden darauf antworten, weil man das halt so macht. Der Autor Nigel March hat es mal ganz wunderbar zusammengefasst. Und zwar hat er gesagt: Viele tausend Menschen da draußen arbeiten Tag für Tag lange Stunden in Jobs, die sie hassen, um sich Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Und jetzt frage ich euch, wo bitteschön bleibt da unsere Freiheit? Es gibt unzählige Arten zu leben und jeder hat ihre Berechtigung. Was ihr macht, warum ihr das macht, wie ihr das macht, ist mir ganz egal. Wichtig ist nur, dass ihr euch bewusst dafür entscheidet. Deswegen tut euch selbst einen Gefallen und beantwortet euch diese eine Frage. Was bedeutet Freiheit für euch? Denn nur so könnt ihr sicherstellen, dass ihr nicht euer eigentliches Leben gerade verpasst, weil ihr so sehr damit beschäftigt seid, die Dinge zu tun, die man halt tut. Also stell dir die Frage, beschäftige dich damit und dann lebe dein Leben so, wie du es für richtig hältst. Denn das bedeutet es, wirklich frei zu sein. Also heute gibt es nur diese eine Hausaufgabe für euch da draußen. Stellt euch die Frage, was bedeutet Freiheit für euch? Und dann schreibt es in die Kommentare. Und dann kann man vielleicht auch mal sehen, wie vielfältig die verschiedenen Möglichkeiten zu leben sind, wie unterschiedlich die Freiheit ist, die ihr euch darunter vorstellt. Und das wiederum kann ja auch wieder vielen anderen Menschen als Inspiration dienen, ein anderes Leben zu leben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gleich hier weiterschauen. Oder noch besser, abonniert doch einfach meinen Kanal.